Ja, alle. Wir kommen mal hier aus dem Wald. Sind jetzt hier seit 33 Tagen unterwegs. Ich habe gedacht, ich muss das auch mal hier ein bisschen dokumentieren. So, man kann da hinten sehen, ein bisschen unsere Solarpaneele, die sind da am Laden. Aber wir haben eigentlich vor, vom Münsterland sind wir jetzt unterwegs, hier bis nach Oranienburg sind wir in etwa. Und ja, es ist Tag 33. Keine Wohnung, keine Couch. Ja, und da muss man halt zusehen, im Wasser, kalten Wasser baden und so ein Scheiß, ne? Ja. Gut, jetzt fängt das wieder an zu pissen. Ich wollte euch eigentlich mal unsere geile Zeltstadt da oben zeigen. Wir haben da ein bisschen was gebastelt. Ja, ich nehme euch mal mit. Ja, ich mache mal einmal kurz hier Pause. Ja, ganz kurz nochmal schöne Grüße an den Herrn, den wir hier bei Netto getroffen haben in Lüchen. Der hat uns ja dazu motiviert, auch mal hier ein bisschen was zu dokumentieren. Mit denen haben wir auch noch über Brenner und allem möglichen Zeug geredet, Tabs und ja, dann, wir haben hier noch ein paar Utensilien im Wald gefunden. Ja, da haben wir jetzt uns eine geile Konstruktion rausgebaut. Die stellen wir mal eben vor. Ja, da haben wir doch schon. Da sind wir da. Ich weiß nicht, ob man das genau sehen kann. Da oben ist das kleine Röhrchen am, kommt da schon der Qualm raus. Und gestern noch vom Sturm überrascht. Müssen jetzt hier mal ein paar Tage ausharren. Vielleicht eine Woche. Nehmt euch mal mit rein hier. Da ist mein kleines Apartment. Upsa. So mal Standard-Biwaksack. DEFCON 5 und Defense Forward, was alle haben. So, hier ist noch ein Kollege. Alleine wird man sowas ja nicht machen. Und hier ist die geile Konstruktion, die ich euch unbedingt mal zeigen muss. Ist schon richtig mollig warm hier drin. So, ein Eimer. Gebauter Ofen vom Metallbauer. Noch ein Eimer. Und unser Abzugsrohr. Und haben mittlerweile. Ah, jetzt momentan 6 Grad. Aber wir haben auch schon, wenn jetzt ein bisschen läuft, dann kommen wir so auf 12 Grad in etwa. Schon besser als, wie soll man sagen, draußen. Ja, jetzt machen wir uns mal hier noch ein bisschen gemütlich. Käffchen trinken, was heiß machen. Und ja, dann sieht man sich gleich nochmal. Ich habe ja noch ganz vergessen zu erwähnen, was wir eigentlich vorhaben. Also wir sind mit auf dem Münsterland unterwegs mit dem Rad, mit ziemlich viel Gepäck, also alles drum und dran. Also jeden, wir haben wirklich alles dabei, was man so braucht, auch frisch rasiert. Und wir wollen bis nach Lettland fahren. Also die ersten 600 Kilometer haben wir jetzt, das sind insgesamt 1800 Kilometer. Ja, und jetzt stecken wir hier gerade ein bisschen fest in Brandenburg da. Und kann ja nochmal hier ein bisschen unser Equipment muss ich jetzt ja nicht unbedingt vorstellen. Wir haben eigentlich alle so das Standardmäßige dabei, was alle so dabei haben. Ne? Kann man so nach und nach machen, gucken. Jeden Fall ist es hier jetzt wirklich schön so. Auch Umgebung alles. Bisschen Naturfotografie und so mache ich auch nebenbei. Oder wir. Ja, dann mal bis später. Ja, ich zeige noch mal ein paar von den schönen Eindrücken, die wir hier so auf der Fahrt hatten. Ein paar Erlebnisse. Die kann ich jetzt noch mal einmal hier mit reinschneiden. So ein bisschen mit dem Fahrrad, wie das aussieht und wie das gepackt ist. Und ja, ein bisschen die Umgebung und alles. Das schneide ich mal einmal mit rein hier. So, hier kann man einmal unsere Waschmaschine des Waldes sehen. Unseren Wäschetrockner. Alles natürlich auch ohne Seife und so. Und hier einmal danke an Saki für seine geile Küche. Ja, das war ja das Video selbstgemachte Trekkingnahrung Teil 1. Vom Kai Sackmann. Also super lecker. So, einmal Feuer machen wie vor ein paar hundert Jahren. Schlageisen, Feuerstein, Zunderschwamm entzünden und ab in ein Glutnest oder ein Feuernest.
Mann haben Feuer! Mann haben Feuer! Ja, das war unsere dritte Übernachtung, soweit ich weiß. Oder zweite. Das war schön an der Bushaltestelle. Ja, zum Ende hin nochmal ein paar Naturaufnahmen, die man so unterwegs gemacht hat. Die paar Highlights. Blenden noch nicht alle ein, das kommt dann mal so nach und nach. Sonst wird das viel zu viel. Ja, dann ich sag mal schon mal bis zum nächsten Mal.